Erich Honecker ist der deutschen Justiz wohl endgültig entwischt. Die Russen werden ihn sicherlich auch dann nicht zurückbringen, wenn man ihm jetzt nachweisen sollte, dass er für die Ausbildung der RAF-Terroristen in der ehemaligen DDR verantwortlich ist. Bedauerlicherweise, weil es nun wieder heißen wird, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Dreist aber ist, dass Honecker jetzt auch noch an sein Geld will. Schicken wir ihm lieber den Tand und Trödel nach, den er und seine Genossen im Laufe der Jahre gesammelt haben. Jens Arndt hat im Kulturbeutel der Honecker-Ära gestöbert. Erich Honecker, der letzte Republikflüchtling, der letzte, macht das Licht aus. Und dennoch, er hat ein leuchtendes Erbe hinterlassen, den Präsentkorb der Genossen mit Geschenken für den Generalsekretär, gewissermaßen nationales Kulturerbe. Hell aus dem Dunkel tritt die Arbeiterklasse hervor. Fortschritt auf dem Präsentierteller oder der deutsche Gartenzwerg Ost als Perpetuum mobile. Frieden, Aufbau, Wohlstand für Erichs Zipfelmützenland. Der einstige Kapitän hat das gesunkene Schiff DDR verlassen, als letzter immerhin. Doch die ästhetische Altlast blieb, Kommunismus in Heimarbeit selbst gebastelt, mit Wäscheklammern drumrum. Vorläufig endgelagert unterm Dach des Deutschen Historischen Museums in der Rumpelkammer DDR. Errungenschaften wie im Antiquitätenshop. Marx ausmeißen oder Proletarier vereinigt euch in Porzellan. Auch Lenin hat schon bessere Tage gesehen. Dem ersten DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck hat das Landesforstamt Halle zum 70. Hörner aufgesetzt, aus der Abteilung Röhrender Hirsch. Ein Traktor namens Jungpionier, Spielzeug fürs Politbüro. Und sowas stellte die FDJ von Bleicherode auf den Gabentisch der Republik. Wandschmuck für 25 Jahre Horch und Guck. Die Geschenke an Mielke und Co. sind eine Fundgrube für Psychologen. Diagnose, aufrechte Fäuste, zeugen ebenso von der Stasi-Potenz wie ein spitzes Schwert. Mitbringsel aus Moskau. Von der Sowjetunion lernen heißt schenken lernen, Weltniveau. Bescherung für Erich bei der Roten Armee. Sozialistischer Realismus, vergoldet als Miniatur, passend für die Vitrine des Zentralkomitees. Sogar einen Generalissimus besaß der Generalsekretär. Panzer als Zeitgeist, Kremlmauer und Kugelschreiber, die Unterschriftengarnitur für den Oberkommandierenden der Nationalen Volksarmee. Die Arbeiterklasse in Bronze oder kleine Sammlung der Hausgötter aus den Wandschränken von Wandlitz. Betriebsparteisekretäre empfahlen den Kollektiven, die Führung mit sowas zu überhäufen. Fünf-Jahr-Plan-Symbol für den Stammtisch und ein großes Stück Kohle für die Partei. Höhepunkt der Planerfüllung, das Denkmal für die 150-millionste Zündkerze der Republik aus dem Isolatorwerk. Und dies für die 2-millionste neue Wohnung der Ära Honecker, rustikal garniert Handwerkszeug für den einstigen ersten Dachdecker im Hammer- und Zirkelstaat. Als Erinnerung an den heutigen Tag bitten wir dich, dieses lang erprobte und dir sicher bekannte Handwerkszeug unserer Innung anzunehmen. Das wird dir noch bekannt sein. Sehr schön. Eine gute Erinnerung. Die DDR hatte auch ihre eigene Sprache, etwa Plaste und Elaste statt Plastik und Elastik. Der Westdeutsche empfand Plaste und Elaste fast wie ein Synonym für die DDR. Und wenn der Reisende zwischen Berlin und Hof an einer Autobahnbrücke, die die Elbe überspannt, die Werbung für Plaste und Elaste aus Schkopau sah, wusste er, dass er etwa die Hälfte der entnervenden Transitstrecke hinter sich hatte.
Aber auf Autobahnen darf nach bundesdeutschem Recht nicht geworben werden. So wurde Plaste und Elaste gestern mit viel Mühe von der Elbebrücke entfernt. Um die Schlaglöcher kümmert man sich leider noch nicht mit dem gleichen Aufwand. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Sag beim Abschied leise Servus, nicht lebe wohl und nicht adieu. Diese Worte tun nur weh, doch das kleine Örtelsvers ist ein lieber letzter Gruß. Wenn man Abschied nehmen muss, gibt ja aus ja einen neuen Wein und neue Liebelein. Sag beim Abschied leise Servus, denn gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war